Hier komme ich unmöglich weiter. Ja. Hier komme ich unmöglich okay. weiter. Dann eben doch wieder zurück zum Auto. Vielleicht kommen wir wenigstens ans Handy ran. Die Matratze können wir nicht mehr mitnehmen, ne? Nee. Ach, warte mal, können wir das Holz jetzt mitnehmen? Genug Platz hätten wir ja. Ach, hier, den Holzbalken können wir mitnehmen. Inventar ist nicht genug Platz. Ich brauche 8 Felder. 1, 2, ach so, okay. Na warte, dann legen wir das hier hin. Und dann haben wir ja 8 Felder. Holzbalken. Da sagt sie nur den Satz, ne? Dieses Stück Holz sieht wie eine Eisenbahnschwelle ja, okay. aus. Es stehen Buchstaben drauf. B-A-R. Okay, 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 okay. Wozu brauchen wir denn jetzt aber dieses Holzding? Will sie jetzt das echt zum Aufmachen für die Tür verwenden? Zum Einrammen? Das würde der Typ doch aber hören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit dem Holzding jetzt hier diese Tür einrammen will. Wir probieren es natürlich trotzdem. Okay, es geht nicht. Es hätte mich jetzt auch gerade arg gewundert, wenn das funktioniert hätte. Dann gehen wir eben jetzt doch nochmal zum Auto. Ich versuche jetzt mal, die Tür aufzuknacken mit der Nagelfeile. Irgendwas muss ja funktionieren. Die Tür ist verschlossen. Ja, das weiß ich, meine Gute. Das wird niemals funktionieren. Warum denn nicht? Keine gute Idee. Du musst es doch nur mal probieren. Du kannst doch nicht von vornherein Nein sagen. Aber mit einem Schürhaken, natürlich. Kein Zündschlüssel. Wäre auch zu einfach gewesen. Entladenes Mobiltelefon. Wenigstens habe ich mein Telefon. Verdammt, der Akku ist leer. Ja, was für ein Zufall. Mir sonst noch was? Was ist da? Kleiner Schlüssel. Ah, den Schlüssel haben wir. Dann brauchen wir auch keinen Zündschlüssel, weil ich vermute, das ist jetzt der Schlüssel für die Kiste hier. Dass das aber keiner gehört hat jetzt. So, kleiner Schlüssel. Ah. Ladegerät und Diktaphon. Na, guck mal einer an. So, was haben wir noch? Diese Belege stammen von einer Tankstelle in St. George, Quebec. Alles klar. Diese Belege stammen von einer Tankstelle in St. George, Quebec. Sag mal, kommt euch dieses Symbol hier um, dieses blau-orange, auch bekannt vor irgendwie? Ist es nicht von irgendeiner Versicherung bei uns? Meine Handtasche. Lea. Natürlich. Meine Handtasche. Lea. Natürlich. Okay, sie nimmt hier sonst nichts weiter mit. Was haben wir jetzt bekommen? Ladegerät und Diktaphon. Bedeutet, wir müssen jetzt nochmal hoch, um unser Handy zu laden. Ganz tolle Wurst. Und das Licht brennt hier. Brannte das Licht jetzt schon die ganze Zeit hier vorne? Ich hätte so eine Angst, hier rumzuwursteln. Echt, ich weiß auch nicht. Ich würde mir da voll in die Hose machen, so. So, meine Gute, eine Steckdose hatten wir hier vorne noch. Oh Gott, jetzt bin ich gerade erschrocken. Ich dachte schon, der Typ kommt jetzt. Und hier dran. Das ist es nicht. Wie jetzt? Okay, warte, dann eben das und das. Ach, trennen. Okay. Was, das Menü für Sprach, was? Benutzen Sie das Mobiltelefon, laden Sie das Mobiltelefon auf, um Hilfe zu rufen. Okay. Das werden wir auch tun, wenn wir das Mobiltelefon verbinden und in die Steckdose stecken.
Antworten Sie, McPherson. Mein Gott, antworten Sie. McPherson hier? Hilfe! Helfen Sie mir! Der Killer hat mich entführt. Sind Sie das, Hernandez? Beruhigen Sie sich. Tief durchatmen. Wo sind Sie? Ich habe keine Ahnung. Er hat mich in einem alten Haus irgendwo tief im Wald eingesperrt. Er wird mich umbringen. Er hat auch gesagt, dass er hinter Ihnen her ist, McPherson. Und hinter Hawker. Aber was ist mit Ihnen? Geht es Ihnen gut? Sind Sie verletzt? Oh mein Gott. Ich kann ihn hören. Er kommt zurück. Was soll ich tun? Hernandez, geben Sie mir ein paar Hinweise über den Ort, an dem Sie festgehalten werden. Ich habe einen Beleg gefunden. Er ist von einer Tankstelle in St. George. St. George? Liegt das nicht in Quebec? Okay, Hernandez, das könnte weiterhelfen. Was noch? Ich habe einen alten, verbrannten Prospekt gefunden. Von einem Laden in Houghton. Houghton? Die Hauptstadt von Aroostook County, noch etwas? Ich habe ein paar Buchstaben auf einer Eisenbahnschwelle gesehen. Die Initialen B-A-R. Das müssen die Initialen einer Eisenbahngesellschaft sein. Das war ein ausgezeichneter Hinweis. Geben Sie mir Hinweise. Je genauer Sie sind, desto schneller werden Sie sie finden. Lassen Sie mich überlegen. Draußen steht ein Auto. In Ordnung, Garrus. Was haben wir? In der Nähe wurden Reifenspuren gefunden. Sie werden gerade analysiert. Der eindeutigste Hinweis ist diese Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Die Zimmertür wurde nicht aufgebrochen. Ganz im Gegensatz zur Badezimmertür. Dieses Mal ist es anders. Der Killer war hinter Hernandez her. Sie ist in den Fall involviert. Das war kein Zufall. Hier ist der Bericht, um den Sie mich gebeten hatten. Er fasst die Hauptpunkte der Untersuchung zusammen und enthält außerdem das psychologische Profil des Killers, das Sie erstellt haben. Danke, Garrus. In Ordnung. Wir machen uns an die Arbeit. Wir müssen so viele Hinweise wie möglich zusammentragen. Okay, neues Dokument. Ungelesene Nachricht auf dem Smartphone. Neues Einsatzziel. Die Vicky ist jetzt also in der Wohnung von der Hernandez. Wir gucken jetzt als erstes mal schnell ins Telefon. Durchsuchen Sie Hernandez' Zimmer. Ich muss in diesem Raum sorgfältig untersuchen. Hernandez könnte noch am Leben sein. Wir müssen unbedingt herausfinden, wohin sie gebracht worden ist. Okay, wir haben eine Nachricht von der Claire. Ich werde erst morgen da sein. Küsse, okay. Und wir haben eine Textdatei, die Akte über den Killerfall. Akte zum Mordfall, streng vertraulich. Zugeteilte Agents Victoria McPherson, Forrest Garrus, James Hawker. Eröffnung, Schließung der Akte, bla 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 bla, Art des Verbrechens, Serienmorde. Zusammenfassung, zwei auf amerikanischem Territorium begangene Mordserien. 5 Morde im Jahr 2006 über einen Zeitraum von 6 Monaten. 4 Morde im Jahr 2008 über einen Zeitraum von 9 Monaten. Es wurde bewiesen, dass der mutmaßliche Verdächtige in beiden Mordserien der gleiche gewesen ist, weshalb die Akte wieder eröffnet wurde. Die Leichen der Opfer wurden über ein großes geografisches Gebiet verteilt, ein Großteil von Neuengland, gefunden. Sämtliche Opfer sind junge Frauen zwischen 19 und 27 Jahren. Keine anderen offensichtlichen Verbindungen. Es wurde kein dringend Tatverdächtiger identifiziert. Okay. Ach warte, geht noch weiter. Opferjahr 2006, Dolores Wilkins, Leiche gefunden am 13. Januar 2006 nahe Wentworth, New Hampshire. Alter 27 Jahre, die Leiche zeigt Spuren von Make-up, Nagellack, Lippenstift, Lidschatten. Joyce Dickinson, Leiche gefunden am 22. Februar 2006 nahe Boston, Massachusetts. Alter 24 Jahre, Diabetikerin, Leiche gefunden am... Janet Connelly, es ist wieder eine neue... gefunden am 2. März nahe New Haven, Connecticut. Alter 20 Jahre, begabte Studentin, juristischer Abschluss. Dora Simmon, Leiche gefunden am 28. April nahe Bangor, Maine. Alter 22, trägt Kontaktlinsen, nicht bei der Leiche gefunden. Olivia Wong, Leiche gefunden am 7. Juni nahe Salem, Massachusetts. Schauspielerin, der Mörder erwähnt diesen Umstand in dem Video, das er an die Medien und das FBI gesandt hat. 21 Jahre.
Opfer im Jahr 2008, Sally Duke, gefunden 29. Februar nahe Providence, Rhode Island, trägt eine schwarze Perücke, nicht bei der Leiche gefunden. Susan Ghiarelli, Leiche gefunden am 15. April nahe Middlebury, Vermont, rote Haare, 26 Jahre. Dorothy Lee, Leiche gefunden am 4. Juli nahe Scarborough, Maine. Alter 23 Jahre, der Zeitraum zwischen dem Tod des Opfers, berechnet durch den Gerichtsmediziner, und der Entdeckung der Leiche war ungewöhnlich kurz, weniger als 2 Tage. Bei allen anderen Opfern betrug dieser Zeitraum mindestens eine Woche. Ellen Dunnigan, Leiche gefunden am 22. Oktober nahe Jackman, Maine. Alter 20 Jahre, detaillierte rechtliche Expertise dauert noch an. Sally Dukes Leiche. Ellen Dunnigans Leiche. Autopsiebericht. Zusammenfassung der verschiedenen Autopsieberichte durchgeführt in den Fällen 2006 und 2008. Zuständige Rechtsmediziner Dr. Claire Ashby. Die Todesursache ist bei allen Opfern identisch. Schuss aus kürzester Distanz in die Stirn. Die Wundabmessungen legen den Schluss nahe, dass die Verletzung von einer 9mm Kugel stammt. An alle Leiche finden sich ähnliche Zeichen. Spuren eines metallischen Objekts um den Hals herum, Verbrennungen durch Seile oder Verletzungen durch Fesseln an Hand- und Fußgelenken, geringfügigere, nicht tödliche Wunden durch eine Vielzahl von Instrumenten, verteilt über den gesamten Körper. Wunden wurden zugefügt, als die Opfer noch am Leben waren. Einige der Wunden führten zu einem beträchtlichen, aber in keinem Fall tödlichen Blutverlust. An den Leichen wurde Verbrennung festgestellt. Eine Analyse dieser Verbrennung hat erwiesen, dass sie durch wiederholte Elektroschocks hervorgerufen wurden. Die toxikologischen Untersuchungen haben Spuren von Toxinen im Blut nachgewiesen. Substanzen, die die sensorischen und motorischen Funktionen beeinträchtigen oder zu einer Lähmung der Gliedmaßen führen konnten. Die Opfer wurden nicht an den Orten getötet, an denen die Leichen gefunden wurden, was zum Teil das vollständige Fehlen von Hinweisen erklärt. Die Leiche wurden offensichtlich aus Gründen der Erschwerung der Beweiserbringung mit Wasser und bestimmten chemischen Substanzen gereinigt. Profil des Mörders. Von Special Agent Victoria McPherson erstelltes Profil des Mörders. Wer ist er? Ein männlicher Erwachsener zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er ist relativ groß, zwischen 1,75 und 1,88, mit durchschnittlicher Statur. Er bewegt sich und spricht ruhig und mit einer gewissen Leichtigkeit. Kleidung. Da sich der Mörder bei der Arbeit selbst filmt und das Video an die Polizei und die Medien schickt, verwendet er ein Kostüm, das sein Gesicht verbirgt und den Klang seiner Stimme verändert. Das Tragen dieser Verkleidung erlaubt es ihm auch, seine Opfer zu beeindrucken. Maske, glänzendes schwarzes Material, während er gleichzeitig Distanz wahren und Macht über sie ausüben kann. Der Spitzname des Mörders. Der Mörder hat sich niemals selbst benannt. Die Medien haben ihm den Namen Ostküstenkiller gegeben. Dieser Name wurde durch die Filme inspiriert, die der Mörder verschickt, und durch seinen Modus operandi. Alle seine Opfer wurden in Neuengland entdeckt, an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Dem Mörder schien dieser Spitzname zu amüsieren. Er hat ihn übernommen und erwähnt ihn in einigen seiner Mitteilungen. Persönlichkeitszüge: methodisch, manipulativ, fetischistisch, Einzelgänger. Motivation: der Mörder versucht, ein Bedürfnis nach Omnipotenz zu befriedigen, nach absoluter Kontrolle. Sämtliche seiner Handlungen zielen darauf ab, das zu erreichen. Indem er seine Dominanzfantasie befriedigt, kann er seine Unfähigkeit, enge Beziehungen einzugehen, vergessen. Aufgrund der mangelnden Empathie rächt er sich an seinen Opfern, junge Frauen, die in seiner Vorstellungswelt Verführerinnen darstellen. Vergangenheit. Der Mörder verbrachte seine Kindheit in einer ländlichen Umgebung im Umkreis einer dysfunktionalen Familie. Der Vater war abwesend, entweder physisch oder psychologisch. Als Einzelkind im steten Konflikt mit seiner Mutter wuchs er in einer isolierten Umgebung auf und wurde stark durch das Fernsehen geprägt. Auf sich allein gestellt, zog er sich in die morbide und pervertierte Welt seiner Vorstellung zurück, die ihn noch immer gefangen hält. Er fand Gefallen daran, wilde Tiere zu fangen und zu quälen. Dann machte er sich an Haustiere, was ihn schließlich dazu führte, eine neue Beute ins Auge zu fassen. Meine Güte, viel zu lesen. Ja, und das ist das Foto von ihm. Wir haben ihn ja vorher schon mal gesehen. Bild aus dem Video vom Mörder.
Modus operandi, oder bin ich jetzt gespannt, was das so richtig ist. Er wählt sich ein Opfer aus, wenn sein Bedürfnis zu stark wird. Falls er hierbei anhand bestimmter Kriterien vorgeht, wurden diese noch nicht eindeutig identifiziert. Sein Opfer ist immer eine junge Frau im Alter von etwa 20 Jahren. Er entführt sein Opfer, wenn dieses allein ist. Keine Zeugen. Er verwendet dabei eine betäubende Droge. Er bringt seine Opfer an einen sicheren, abgeschiedenen Ort. Er ist mobil, aber sein Fahrzeug wird nie zum Tatort. Der Mörder besitzt einen Pickup-Truck. Er schließt seine Opfer in eine Umgebung ein, die er speziell dafür vorbereitet hat. Er demütigt sein Opfer und bindet ihm ein Halsband um den Hals. Er schwächt sein Opfer, indem er ihm Drogen verabreicht und es fesselt. Anschließend befriedigt er sein Bedürfnis nach Dominanz, indem er mit seinem Opfer spielt, es jagt, es terrorisiert, es einen wahnsinnigen Hindernisparcours absolvieren lässt und dabei die ganze Zeit filmt. Das sadistische Spiel kann mehrere Tage lang dauern, sogar bis zu einer Woche. Das Spiel endet, wenn der Mörder genug von seinem Opfer hat. Zu diesem Zeitpunkt foltert der Mörder sein Opfer ein letztes Mal, um sich an seinem Leiden und Flehen zu weiden. In einem bestimmten Moment, den er zuvor bestimmt hat, tötet er das Opfer mit einer Kugel in die Stirn. Nach dem Tod des Opfers beginnt er den Säuberungsprozess und die Präparierung des Leichnams. Er bearbeitet seine Videoaufnahmen und erstellt einen Kurzfilm, der für die Medien und die Polizei bestimmt ist. Er entledigt sich der Leiche an einem entlegenen Ort, möglicherweise weit von dem Ort entfernt, wo er seine Morde begeht. Der geografische Bereich, in dem die Leichen gefunden wurden, dehnt sich auf mehrere Bundesstaaten aus. Er schickt Kopien seiner Filme an Polizei und Medien, wobei er darauf bedacht ist, keine Fingerabdrücke etc. zu hinterlassen. Er verschickt sie von der Stadt aus, die dem Ort, an dem er die Leiche verborgen hat, am nächsten liegt. Schlussfolgerung: Trotz seiner Perversion demonstriert der Mörder eine hohe Intelligenz und eine große Kontrolle. Er ist der perfekte Verbrecher, der keine Fehler macht und keine Hinweise hinterlässt. Seine einzige Achillesferse ist sein Wahnsinn, der ihn zwingt, weiterzumachen und schneller zu handeln, was früher oder später dazu führen wird, dass er einen Fehler macht. Leider Gottes finde ich manchmal viel zu spät, weil bis dahin noch viele Leute ihr Leben lassen werden. Okay, dann gucken wir uns mal in Hernandes Zimmer um.